Ja, da sind wir wieder. Wir haben fertig telefoniert, obwohl eingestellt, weil der Anrufbeantworter rangegangen ist. Ja, mit dem Anrufbeantworter kann man auch super telefonieren. Yes. Okay, machen wir weiter. Ich finde meine Tasten wieder und drücke. Zu tun alle Knochen weh, das ist ja doof. Das ist bloß Muskelkater. Zu, da gewöhnst du dich dran. Heute übernehme ich auch einen Teil von deiner Arbeit. Genau wie gestern. 90%. Vielen Dank, Justin. Machst du Screen? Oh, Entschuldigung. Jetzt haben wir wieder die Zahl im Bild. Yes! Das ist mir egal. 11-12 zu rücken ist anscheinend eine schwere Aufgabe für dich. Ja. Wer ist mit Arbeiten? Ja, schon arbeiten. Ich will noch ein bisschen arbeiten. Ja. Bestens, dann arbeite fest. Ich muss Ewigkeiten arbeiten, bis ich jetzt irgendwann in Alentia ankomme, ne? Nein, nach Alent. Wir können aber nicht direkt nach Alent fahren. Doch, nach Alent. Wir müssen 5 Stunden über das, 70 nach Stunden Alent. Über Festland laufen. Nach Alent. Alent. Sip Alent. Keine Ahnung, ich glaube, nach dem dritten Tag passiert ein Event. Ah, cool. Na, endlich. Das ist jetzt der zweite Tag. Also muss ich noch einmal und dann passiert irgendwas. Ich habe keine Ahnung, vielleicht noch 7 Tage auf jeden Fall passiert irgendwas. 7? Das wäre übertrieben. Oh komm, du musst das im Deck gehen, ein bisschen schrumpfen und wieder pennen gehen. Ich muss immer wieder hinlaufen, zurücklaufen. Ich weiß, wie es geht, fangen wir an. Los, 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 sei schneller als du. Übrigens, du willst nicht zu viel Power haben, das ist ätzend. Weil er da müde wird und stoppt. Ne, der bleibt konstant stehen. So, bang. Oh, toll. Wenn ich konstant wird, bleibt direkt stehen. So. Nein, du blöder Esel, du. So ist irgendwie schneller als gestern, oder? Nö. Sind die gleich, ne? Ah, ich bin einfach nur schlechter. Richtig. Denk an, du hast, glaube ich, 35 Sekunden Zeit. Toll, pack ich ja. Da-da-dam, da-da-dam. Ray! Yes! Yes! Auch wieder eine Referenz, die niemand kapieren wird. Wird wohl jemand kapieren, der das wohl kennt, einer von unseren 4 Zuschauern. Du hast genau. Ja auch ein Video davon hochgeladen. Genau! Ich hab's mal versucht. Ich hab's auch so betont wieder. Du hast ca. 300 Klicks da auf, soweit ich weiß. Ja, das ist auch ziemlich alt. Naja, egal. Bestimmt nur wegen dem Street Fighter Cartoon. Ich denke, ihr seid fertig geworden, morgen wird's aber besser. Die können mich auch hören, wenn du meinen Kopf nicht in diese Richtung drehst. Ah! Wenn wir das die ganze Zeit bis nach Neupar machen. Oh, Sue, das ist deine Schuld. Sag das nicht. Das ist deine Schuld, Justin, weil du mich zurücklassen wolltest. Hat er eine andere Wahl? Nein, hat er nicht. Doch hat er. Er hätte ja einfach mitnehmen können. Das Arschloch. Mit einem Passagierschein. Ja. Naja, die Tür stand angelweit offen. Genau, jetzt ab wieder in die Kiste. Und rein da. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Gut, das Licht kann jetzt weit leuchten. Wofür ist die große Lampe? Ah, gut, dann war es doch 3 Tage. Weißt du es einfach nicht? Für Signale. Matrosen und Abenteuer benutzen Lampen für Signale. Auch Abenteuer, du siehst. Aha. Der Gast wird bald an Bord sein. Wir brauchen ein Signal für ein Boot. Was, weißt du, wie dieser Gast ist? General Ball. Nein. Warum nicht? Der hat ein Luftschiff. Ja, und der kann auch da sich abseilen. Deswegen brauchen wir eine Lampe. Wie wär's mit Mollen? Lean? Nein, auch nicht die. Dann kenn ich niemanden, oder? Java, warum? Was will der denn hier? Der hat keinen Passierschein, der Penner. Er ist Anheuer, das weiß. Scheiß drauf. Der Gast mitten auf dem Ozean? Natürlich, das ist kein Wunder. Unser Gast ist der größte Abenteurer von Neupar. Abenteurer? Muss das schon mal ein Mann sein? Ein Abenteurer? Naja, Schiffsjunge muss ja auch kein Mann sein, oder? Schiffsjunge muss auch kein Mann sein. Junge sein. Haarspalterei. Es gibt nur wenige Wüsteninseln hier. Unser Gast ist dort auf der Suche nach einem alten Schatz. Wir fangen morgen früh mit den Vorbereitungen für den Gast an, also verschlaft euch nicht. Dann geh mal. Ich glaube, okay. Wenn du jetzt pennst, ist mal eine kurze Sequenz. Yay! Der größte Abenteuer von Neuparen. Also Java mit seiner Klapperrüstung und seiner Landrüstung. Da, ja. Oh cool. Da ist auch ein Untergang. Das ist die Wüsteninsel, an der ihr vorbeischlittert. Aha. Oh, sehr realistisch, was die Geschwindigkeit angeht. Animiertes Wasserrad. Das ist ein großes Schiff. Was mehr PS hat als der Luft. Als das Luftschiff von. Luftschiff von General Bar. Das ist ja auch gigantisch, so groß wie ein ganzer Kontinent. Das glaubst du. Öffnet die Lichtschilde. Ich finde toll, wie die Zahl ihre Position gewechselt hat. Welche Zahl? Die Zahl. Das drücken wir F12-Taste passiert. Ja, hab ich gemerkt.
Hey Sue, was meinst du, wie wird dieser größte Abenteurer von Neupalm wohl sein? Die schläft, du Assi. Und das wohl ein Hühner ist, ein Zottelbart und vor Muskeln strotzend? Ein Riese, eine Hühne. Ein Hühne? Ja. Ein Riese, so ein Titan halt. So wie der Herr Hülsemann. Ah. Brabbel, brabbel. Oh ja, der hat sicher an die fünf Arme. Brabbel, brabbel. Dankeschön. Ich denke mit. Ach, die schläft noch halb. Ich frage mich wohl, was ich in der Abenteuerliga wohl lernen werde. Fallen entschärfen, tiefste Monsterbekämpfung, verflixt, ich kann nicht einschlafen. Ah, er legt sich schlafen. Ja, aber er kann nicht einschlafen. Tja, er geht dann mal mitten in der Nacht an Deck und dann ist das Lichtsignal. Stehen! Hey Justin, aufstehen oder du wirst runtergeputzt. Hey Justin! Nur noch ein bisschen, nur bis 10 zählen. Das kommt mir nicht so. Die haben doch gesagt, man sollte früher aufstehen, weil der Abenteurer kommt. Schon so ein Bein. Ja. Was machst du denn noch so? Beweg dich, sonst gehe ich allein. Hey, ich habe auf dich gewartet. Tja. Jetzt wird die Arme so einfach so bloßstellen muss hier. Nee. Ja, oh ja, so vielleicht. Hm? Der Kerl da, was macht der denn? So was Dummes, sieht idiotisch aus. Hey du, was machst du da? Was idiotisch ist, ist ein Dummes. Oh, das meinst du? Das ist der Gruß cooler Seeleute und Abenteurer. Den muss man lernen, damit man ein ausgewachsener Mann wird. Was du nicht sagst. Dann muss ich ihn auch beherrschen. Deine Stimme verändert sich immer mehr. Deine Stimme wird langsam kratzig. Meine Cola. Deine Cola. Nein, nein. So, mit der Hand nach oben. X-Knopf. So meinst du? Hm, cool. Cola. X-Knopf. Rede. Oh Mann, jetzt siehst du aus wie ein Idiot. Das war's, du hast dich gerade wie ein Mann gehört. Ich weiß. Ich war gerade etwas verwirrt, weil ich am Cola. Was sagst du? Das ist... Ja! Hey, du machst es verdammt gut! Super! Gehen wir doch bitte einfach weiter. Du siehst so aus wie ein Idiot! Ja, da habe ich gut hingekriegt, wie dein Idiot aussehen, ne? Einen blöden Gruß habe ich auch noch gemacht. Siehst du. Zwei Fliegen mit einer Klatsche. Tja, jedes Mal fliegt der Besen um. Deck. Auf zum Deck. Dampferdeck. Der Mann. Ihr seid zu spät dran. Seht mal, der größte Abenteuer von Neupalm ist da drüben. Du solltest mal Hallo sagen. Wer wird der größte Abenteuer von Neupalm wohl sein? Keine Ahnung. Ein mächtiger Mann? Wohl eher nicht. Ein mächtiger Seemann? Kisten! Ich will die alle haben. I'm home. You all haven't changed a bit. Yo, Fina! Now Okay, haven't changed a bit. It's my turn. Drei. Yo there! Welcome home, Fina. Ich hab die Stimme gehört. Boy, I missed you. How you been? I'm doing great. Ja, das ist Mädchen Nummer 3. And the treasure, as you can see, it's just perfect. You must bend yourself again. Jesus Christ, ich dachte, die klatscht die ab. Fina! Yeah, you look well too. I'm so happy to see your smile. I've never seen... Long time no see, Captain. You look well too. Fina, I thought I'd never see the golden legacy of the legendary pirate warren with my own two eyes. Isn't it great? To tell the truth, I had a bit of trouble. There was one trap after another. Great? Whoever set him sure had a bad attitude. I'd catch some bumbling adventurer. Another. Whoever set him. Me. Two. They might catch some bumbling done for, but they can't catch me. At the very end, though, I thought I was done for when I had these giant boulders on my tail, but I quickly found a cave in the side. Whoa, hang on. Let's not waste a good story. Let's go sit down. You can take your time and tell me about your adventure down below. Let's go. I'll have the men carry your drink and tell me about your... Okay, Captain. I'll have... For the stuff? Oh, can you guys take care of this stuff? Yeah, sure, man. Yeah, it's up to later.
Okay, erstmal wieder beruhigen. Ha, wer seid ihr zwei? Ich hab meinen Schokoriegel fallen gelassen. Und denn? Weitertext. Wer seid ihr zwei? Noch nie vorher gesehen. Ich bin Justin. Oh, ein Mädchen? Mein größter Abenteurer in der neuen Welt ist ein Mädchen. Stimmt, du hast mich gerade verarscht. Nicht schlecht. Ah. Das ist so cool. Und hübsch ist sie auch. Stimmt's, Justin? Danke. Fächer, Fächer. Captain, können Sie uns vorstellen? Natürlich, Fena. Das sind unsere Schiffe. Fina, Fena, Fana, Fona, Fauna, Flora, ist alles dasselbe. Das sind unsere Schiffsjungen, Justin und Sue. Ich hab grad sie nur so verstanden. Ich heiße Fina. Geht doch. Freut mich. Sag mal, Justin, begrüßen wir mit dem 5 Hochgruß? 5 Hochgruß? High Five? Ja. Oh Mann. Okay, den haben wir ja gerade geübt. Ich bin Justin. Freut mich. Ha, wisst ihr denn nicht? Dieser Gruß gilt nur, wenn ihr richtige Matrosen seid. Okay, jetzt heben wir uns die Hand. Den 5 Hochgruß heben wir auf, bis ihr richtige Matrosen seid. Komm weiter, Fena. Fina. Vergiss die Arbeit nicht, Justin. Ihr zwei, viel Glück bei der Arbeit. Tja, sollen wir gehen, Captain? Ganz viele Kisten, ganz viele Kisten, ganz viele Kisten, ganz viele Kisten. Ich will die Kisten, ich will die Kisten, ich will die Kisten. Ich bin Ethan Geier. Das warst du schon immer. Mhm. Ach, sie hat mich wie ein Kind behandelt. Aber sie ist so cool. Ich werde gerne wie sie. Die größte Abenteurer in der neuen Welt. Sie war ziemlich clever. Du änderst deine Stimme von Justin immer und immer wieder. Das rotzt mich jetzt nicht wirklich. Immer und immer wieder. Willst du insgesamt etwas sagen? Gigantenschiff, wir sind mitten auf dem Ozean, warum sind hier Möwen? Das heißt wiederum, du müsstest in der Nähe eines Hafens sein. Ja, man, etwas. Ah, kackt alles ab. Wir werden von Unterwasser-Bar-Torpedos getroffen. Das sind so kleine Torpedos mit Bart und so. Okay, ich hoffe. Och, überhaupt kein Spaß. Heute schon wieder putzen. Nicht wieder ich. Besser als über Bord gehen, oder? Es ist deine Schuld. Ja, schon wieder putzen. Was macht eine Frau auf dem Schiff? Putzen. Hahaha. Ah, ah, ah. Jetzt habe ich alle meine Backen.